Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eine Zeile aus dem Vater Unser. Und der liebe Gott meint es da manchmal etwas zu gut mit uns in Deutschland. Denn ausgerechnet das Grundnahrungsmittel wird besonders häufig weggeworfen. Aber nicht nur Brot. Auch Obst, Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch landen ungenutzt im Müll. Das finden alle irgendwie doof und sagen, Lebensmittel wegwerfen, das macht man einfach nicht oder zumindest nicht gerne. Und diese Achtung vor den Lebensmitteln ist das eine, aber Lebensmittelverschwendung ist ein echter Klimakiller. Wieso, weshalb, warum? Darüber rede ich heute mit Christiane Barnickel von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo. Hallo. Ja, und die Deutsche Umwelthilfe, die sitzt in Berlin, deshalb treffen wir uns digital und deshalb klingt ihre Stimme etwas anders, als wenn sie hier bei mir im Studio säßen, aber ich denke, man kann uns ganz gut verstehen. Ich höre sie gut. Ich höre sie auch ganz wunderbar. Perfekt. Und ich habe eben einfach mal so behauptet, dass bei uns so viel weggeworfen wird und dass das schädlich fürs Klima ist. Sie kennen sich da deutlich besser aus und können das wahrscheinlich sogar mit ein paar Zahlen belegen. Ich frage mal der Reihe nach, wie viele Lebensmittel landen denn bei uns im Müll? Ja, also erstmal kann man sagen, Sie haben damit natürlich recht, dass sehr viele Lebensmittel, eine immense Menge in Deutschland im Müll landet. Wir haben dazu offizielle Zahlen aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die erhoben haben, dass in Deutschland jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel in die Tonne wandern. Das ist jetzt eine relativ abstrakte Größe. Genau. Ich nehme an, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer können sich wahrscheinlich unter dieser Größe von 11 Millionen Tonnen erstmal relativ wenig vorstellen. Wenn man das runterrechnet, dann sehen wir, dass wir damit locker 30 Millionen Menschen ein ganzes Jahr lang ernähren könnten. Das heißt also, das wären in Deutschland beispielsweise alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns und Nordrhein-Westfalens zusammen. Und das sind viele. Das sind viele, genau. Was man aber wissen muss, wenn wir über diese 11 Millionen Tonnen reden, ist, dass ein ziemlich großer Teil der Lebensmittel, die verschwendet werden, in diese Berechnung eben gar nicht einfließen. Das liegt schlicht und ergreifend an der statistischen Erhebung, also eben das, was als Lebensmittelverschwendung gezählt wird. Zum Beispiel werden eben Lebensmittel, die dann doch nicht in die menschliche Ernährung fließen, sondern beispielsweise an Tiere verfüttert werden oder in der Biogasanlage wandern, hier überhaupt nicht einbezogen. Und ein ganz besonders wichtiger Punkt ist, dass Lebensmittel, die schon vor der Ernte oder vor der Schlachtung verschwendet werden, nicht einbezogen sind. Das heißt also beispielsweise, wenn ein Landwirt oder eine Landwirtin sieht, dass meinetwegen der Blumenkohl nicht groß genug ist, um ihn abzusetzen, weil er eben weiß, die Supermärkte wollen beispielsweise eine bestimmte Größe, und deshalb diesen Blumenkohl gar nicht erst erntet, dann wird das eben alles nicht gezählt. Und das ist nochmal eine immense Menge an Lebensmittelverschwendung, die eigentlich auf diese 11 Millionen Tonnen nochmal draufgerechnet werden muss. Weiß man da so ungefähr, wie viel das sein könnte? Wir haben das als Deutsche Umwelthilfe geschätzt, basierend auf anderen Zahlen, die die Lebensmittelverschwendung in der Landwirtschaft für ganz Europa erhoben haben. Aha. Und dann haben wir das quasi für Deutschland runtergerechnet. Und da sind wir nochmal auf gut 16 Millionen Tonnen gekommen. Also nochmal mehr. Also nochmal so viel. Ja. Ja, Wahnsinn. Und bei diesen 11 Millionen Tonnen, ich meine 11 Millionen Tonnen, ja, habe ich jetzt richtig im Kopf. Ja. Man kennt so 3-Tonner Lkw. Wie viel sind Wie lange ist die Schlange? Nein, das möchte ich jetzt gar nicht weiter denken. Aber sind das vor allem private Haushalte, die das wegwerfen? Oder sind das dann die Sachen, die im Supermarkt gelandet sind und nicht mehr verkauft werden können? Also in diese 11 Millionen Tonnen, da zählen schon alle ja sozusagen Stufen der Wertschöpfungskette hinein. Also das sind eben die Privathaushalte. Das ist das, was man außer Hausverpflegung nennt, also Gastronomie, Kantinen, Mensen, Cafés. Es sind die Supermärkte, es ist die Weiterverarbeitung und eben der kleine Teil der sozusagen Nachernteverluste, die in der Landwirtschaft gezählt werden. Was sind das denn Nachernteverluste? Die geerntete Kartoffel, die doch in den Müll gehen muss, weil sie faul ist. Genau, zum Beispiel. Oder der Wurm im Apfel. Genau, und dann könnte man da natürlich noch ergänzen, dass wir eben an diesen Zahlen sehen, innerhalb dieser 11 Millionen Tonnen, dass es tatsächlich so ist, dass ein großer Teil in den Privathaushalten verschwendet wird. Also in der Statistik ist das mehr als die Hälfte. Wahnsinn.
Also das sind Zahlen, die hört man echt nicht gern. Aber ich habe ja eben auch noch behauptet, dass Lebensmittelverschwendung ein Klimakiller ist. Und das hört man ja auch immer wieder. Aber warum eigentlich? Weil das ist doch im Prinzip Biomüll und der macht doch nichts, weil er ja verrottet, oder? Ja, wenn wir uns aber so ein Lebensmittel anschauen oder ein Lebensmittelabfall, dann dürfen wir ja nicht nur auf den Moment der Entsorgung quasi als Biomüll gucken, sondern wir müssen ja auch einbeziehen, dass ein Lebensmittel schon einige Stationen hinter sich hat auf dem Weg vom Acker bis zum Teller. Und in der Produktion von Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukten, also eben allen ja, unseren Lebensmitteln, fallen eben auch Treibhausgasemissionen an. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ist, dass weltweit das Ernährungssystem für ungefähr ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und das bedeutet eben auch, dass wenn wir Lebensmittel verschwenden, diese Emissionen eben auch noch quasi ja umsonst und für die Tonne emittiert wurden. Wo genau fallen diese Emissionen denn an? Das verteilt sich dann eben auch hier über die Wertschöpfungskette. Wir haben beispielsweise schon Emissionen, bevor wir überhaupt in der Landwirtschaft anfangen, ein ja, Obst, Gemüse oder sonstiges Produkt zu produzieren. Beispielsweise, indem Düngemittel produziert werden. Und das hat eben einen ziemlichen Energieverbrauch. Wir haben Emissionen in der Landwirtschaft selbst, durch die Tierhaltung, aber eben auch durch die Nutzung von Maschinen, durch Gewächshäuser beispielsweise. Wir haben Treibhausgasemissionen in der Weiterverarbeitung, in der Industrie. Also wenn wir beispielsweise aus einer Tomate Tomatensoße machen oder aus einer Kartoffel Pommes. Und dann transportieren wir Lebensmittel ja häufig auch noch rund um den Globus. Aber im Prinzip ist es ja dann so, dass die Lebensmittelproduktion sehr viel CO2 verursacht. Aber wenn ich es dann wegwerfe, verursacht es nicht mehr, um auf die Frage zurückzukommen. Also wichtig wäre es, erst gar nicht so viel zu produzieren dann, oder verstehe ich das falsch? Genau, wichtig wäre eben nicht so viel zu produzieren oder das Produzierte dann eben auch tatsächlich zu verwenden, so dass eben die Treibhausgasemissionen, aber eben auch alle anderen Ressourcen, die ja in der Produktion ja von Lebensmitteln sozusagen dann unnötig verschwendet werden, also eben beispielsweise die Fläche, auf der angebaut wurde oder das Wasser, das zur Bewässerung verwendet wurde, eben nicht unnötig verschwendet werden, sondern dann eben die Lebensmittel auch gegessen oder eben die Überproduktion verhindert wird. Genau. Und damit könnten wir eben auch das Klima schonen. Das heißt also im Prinzip müssten wir die Hersteller dazu zwingen, weniger zu produzieren durch unser Konsumverhalten. Das wäre der ideale Weg, oder? Genau. Also das ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass wir unser Konsumverhalten ändern müssten. Wir sehen ja, viele Lebensmittel werden eben in den Privathaushalten verschwendet. Und ein anderer großer Teil der Verschwendung fällt eben in der Landwirtschaft bereits an. Aber das ist ja nicht so, weil die Landwirtinnen und Landwirte gerne das wegwerfen, was sie produzieren, sondern das liegt eben daran, dass wir beispielsweise bestimmte, ja, optische Anforderungen an die Gurke, an den Apfel, Genau, die berühmte an krumme Gurke der EU. Es gab doch mal da so eine Norm. Genau. Es gab da eine Norm. Die meisten kennen das vielleicht auch, die sogenannte Gurkenkrümmungsverordnung. Das wurde meistens als ja Negativbeispiel für die vermeintlich überbordende europäische Bürokratie herangezogen. Was vielleicht die wenigsten wissen, ist, dass die schon lange abgeschafft ist und es eben keine Gurkenkrümmungsverordnung mehr gibt. Aber wenn Sie im Supermarkt gucken, dann ist meistens das Angebot an Gurken, das Sie da haben, trotzdem noch ziemlich gerade. Aber und das Gleiche sowas gilt. Von. Aber kerzengerade, lineal gerade. Genau, die Gurken sind lineal gerade, die Möhren haben meistens auch keine zwei Beine und die Äpfel sind alle mehr oder weniger gleich groß. Und das, was eben dann nicht in den Supermarkt kommt, weil die Supermärkte das nicht akzeptieren oder weil die Verbraucherinnen das eben auch nicht mehr gewohnt sind, dass eben Obst und Gemüse sozusagen ein natürliches Aussehen hat und das ist eben keine Standardform, sondern das ist eben immer so ein bisschen unterschiedlich. Genau, das führt dann eben auch zu der Verschwendung in der Landwirtschaft. Also es gibt auf jeden Fall genug Gründe, etwas dagegen zu tun. Was kann denn der Einzelne, die Einzelne, die uns jetzt zuhören, was dagegen ausrichten? Also als Privatpersonen können wir natürlich schon gucken, dass wir selbst in unserem eigenen Haushalt möglichst wenig Lebensmittel verschwenden. Was da häufig ein Punkt ist, sind Missverständnisse über
das Mindesthaltbarkeits- und das Verbrauchsdatum. Ganz oft hören wir, dass Personen denken, dass wenn ein Lebensmittel das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat, es danach eben auch nicht mehr verzehrbar ist. Das ist aber nicht so, sondern wie ja, der Begriff eigentlich schon sagt, Mindesthaltbarkeitsdatum heißt eigentlich, in der Regel ist das Produkt auch länger gut. Es heißt eben nicht, danach falle ich tot um Datum. Genau, es heißt nicht danach falle ich tot um Datum und es heißt eben auch nicht Verbrauchsdatum. Das sehen wir manchmal auf Hackfleisch Genau, und beispielsweise. das gibt es ja tatsächlich. Das gibt es tatsächlich, das sind eben diese besonders empfindlichen Lebensmittel, wo man dann eben auch sagt, das sollte man danach wirklich nicht mehr verzehren. Aber bei sowas wie Joghurt, Butter, eigentlich allen anderen Produkten, auf denen ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht, kann man das in aller Regel bedenkenlos mal angucken, mal dran riechen, wenn das unauffällig ist und man da nicht schon umkippt, weil einem der Schimmel entgegenquillt oder es unangenehm riecht, dann kann man auch mal probieren und oft sind eben diese Produkte auch danach noch verzehrbar. Also sich so quasi auf seine eigenen Sinne ein bisschen verlassen, so tasten, Genau. sehen, riechen, schmecken. Und wenn Genau. das alles angenehm ist, dann kann man es noch nehmen. Also das ist der private Haushalt, aber auch in Supermärkten wird ja nicht alles verkauft und landet im Müll, obwohl vieles davon noch gut essbar wäre. Nach welchen Kriterien müssen Supermärkte denn aussortieren? Also Mindesthaltbarkeitsdatum ist klar, aber gibt es da noch so andere Sachen? Genau, also die Lebensmittelverschwendung auf Ebene der Supermärkte oder eben des Lebensmitteleinzelhandels kann auch unterschiedliche Ursachen haben. Also da kann es natürlich auch sein, dass Lebensmittel das Verbrauchsdatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiten und deshalb aussortiert werden. Vielleicht wird da auch mal ein frisches Obst oder Gemüse schlecht. Und dann können das natürlich auch immer ja, sogenannte Prozessverluste sein. Also beispielsweise, wenn ein Lebensmitteleinzelhandel sich vielleicht verkalkuliert hat und zu viel bestellt hat. Vielleicht ist auch im Transport oder in der Lagerung oder irgendwo in der Kette die Kühlung ausgefallen, sodass eben die Kühlung nicht mehr gewährleistet war und dann bestimmte Produkte aussortiert werden müssen. Also auch da ja, sind die Ursachen eigentlich vielfältig, die dann Ja. zu Lebensmittelverschwendung führen können. Und die sind gar nicht so viele. Also der Anteil der Lebensmittel, die im Supermarkt im Müll landen, sind gar nicht so viel. Genau, wenn man den Anteil sich anguckt in diesen 11 Millionen Tonnen, dann sind das ungefähr 7%, also 0,8 Millionen Tonnen, die auf Ebene des Einzelhandels anfallen in den Zahlen des Ministeriums. Was hier aber vielleicht interessant ist, sich auch nochmal anzugucken, ist, dass Supermärkte oder Lebensmitteleinzelhandel ja gewissermaßen eine Schnittstellenposition bildet. Einerseits eben zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber eben auch zur Landwirtschaft oder zur Lebensmittelverarbeitung in der sozusagen vorgelagerten Kette. Wenn wir uns das aus der Perspektive der Privathaushalte, also uns Verbraucherinnen und Verbrauchern anschauen, dann fällt uns ja vielleicht manchmal auf, dass wir die Zucchini nur im Bündel zu 4 Zucchini kaufen können oder Äpfel in einem Sack von 2 Kilo. Und vielleicht braucht man aber gar nicht 2 Kilo Äpfel und vielleicht will man auch nur eine Zucchini kaufen. Das heißt also, über solche Angebote quasi kann eben auch die Lebensmittelverschwendung nach hinten verlagert werden in die Privathaushalte und fällt dann dort Ach an, so, wenn sie da eben weil ich nicht wissen, was sie mit ihren Äpfeln machen sollten. genau, weil ich die Viererpackung Apfel kaufen musste, obwohl ich nur einen wollte, schmeiße ich dann 3 weg und eigentlich hätte es der Supermarkt schon. Insofern ist es verlagert. Genau. Genau, es ist insofern verlagert oder man hätte es eben insofern auch vermeiden können, indem Sie eben passgenauer einkaufen können. Na, Genau. natürlich könnte man sagen, naja, wenn Sie jetzt Äpfel übrig haben, können Sie ja auch noch einen Kompott machen und das dann lagern. Klar, Aber nach vielleicht Feierabend machen das nicht alle und können das auch nicht alle. und wollen vielleicht auch gar keinen Kompott essen. Und wollen in dem Moment vielleicht weil keinen sie Äpfel Kompott. einfach nur frisch mögen. Genau. In Richtung Landwirtschaft sind wir dann eben wieder sozusagen bei dem Beispiel der krummen Gurke oder der zweibeinigen Möhre oder eben auch der bestimmten Größenanforderung an Äpfel. Da ist es eben auch so, wenn Sie als Landwirtin oder als Landwirt Ihr Obst und Gemüse beispielsweise nicht in den Supermarkt absetzen können, weil der eben nur die gerade Gurke will, dann bleibt die krumme Gurke sozusagen in der Landwirtschaft als Verschwendung hängen. Außer Sie haben eben eine Direktvermarktung am Hof oder Sie gehen vielleicht noch auf den Wochenmarkt oder Sie bringen Ihre Äpfel in die Saftpresse oder sowas, sodass Sie da eben noch eine Weiterverarbeitung haben. Aber ansonsten wird halt so gerechnet, dass diese Lebensmittel in der Produktion verschwendet werden und nicht im Supermarkt.
Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Lebensmittel, die in den Supermärkten eigentlich im Müll landen würden. Aber inzwischen gibt es auch eine ganze Reihe von Lebensmittelrettern. Auch die Caritas in München gehört dazu mit ihrer Aktion Tauschgut. Und die stellt uns mein Kollege Alois Biel jetzt vor. An 12 Standorten in München hat die Caritas Kühlschränke und Schränke für Lebensmittel aufgestellt. In Alten- und Servicezentren, Familienzentren und Pfarreien, zum Beispiel im Olympiadorf. Dort ist Beate Winter gerade mit 4 großen Plastikschütten voller Obst und Gemüse angekommen und räumt die Lebensmittel in den Kühlschrank. Salat ist eher unbeliebt, deswegen kommt er bei mir nach unten. Jetzt haben wir so eine Art Brokkoli, moderner Brokkoli. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Paprika, Karotten, Suppengemüse, eine Melone, nein, 2 Honigmelonen, 2 Bananen, Weißkrautkopf, kleine Paprikas, eine kleine Ananas. Ja, schön vielfältig. Da können die Leute, glaube ich, noch wirklich was damit anfangen. Eine normale Ladung sei das, erzählt sie weiter. Sie selbst ist schon lange Lebensmittelretterin und außerdem engagiert im Pfarrgemeinderat. Die Idee mit dem öffentlichen Kühlschrank fand sie von Anfang an großartig. Ja, weil wir quasi uns damit mit um die Nachhaltigkeit kümmern, dass Sachen nicht weggeschmissen werden, sondern weiterverwendet und weiterverarbeitet. Die Caritas will mit ihrem Projekt aber noch ein bisschen mehr erreichen. Josephine Malwa und ihre Kolleginnen koordinieren das Projekt. Wir sehen, dass zu viele Lebensmittel einfach weggeschmissen werden und nichtsdestotrotz Menschen auch in Deutschland ja einen leeren Kühlschrank zu Hause haben. Und dagegen will die Caritas etwas tun. Also unser Ziel ist tatsächlich, dadurch, dass die Kühlschränke ja in den sozialen Einrichtungen sind, Menschen in besonderen Lebenslagen zu erreichen. Aber es ist nichtsdestotrotz für alle gedacht. Deswegen sagen wir auch offen zugängliche Kühlschränke für alle. Und zwar deshalb für alle, damit sich auch die trauen, die nicht gerne um Hilfe bitten. Manchmal möchte man ja auch gar nicht zeigen, dass man diese Art von Unterstützung oder diesen Bedarf hat. Und je mehr Leute als Vorzeigeperson irgendwie sagen, ah, ich nehme mir einfach was raus, weil da was rumliegt, unabhängig von meinem sozioökonomischen Status, trauen sich vielleicht dann auch mehr Leute, auch was rauszunehmen für sich. Nicht immer sind die Kühlschränke prall gefüllt. Manchmal gibt es auch gar nichts oder nur eine einsame Packung Aufbacksemmeln. Wenn der Kühlschrank leer ist, ist es auch nicht schlimm, denn es heißt dann, es gibt gerade keine Lebensmittel, die von den Supermärkten weggeschmissen werden müssen. Und dementsprechend freuen wir uns. Wichtig ist, dass die Kühlschränke immer ordentlich aussehen. Dafür sorgt im Olympiadorf eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich über eine WhatsApp-Gruppe austauschen. In der Gruppe wird eigentlich so gut wie alles kommuniziert. Mal kann die Person nicht am Kühlschrank sein, um den Standort sauber zu halten. Dann wird dann nach einer Vertretung geschaut. Ab und an werden dann aber auch Fotos verschickt, um zu zeigen, was ist gerade drin. Kommunikation ist das A und O, vor allem in einer relativ großen oder fluiden Gruppe, in der man eben kommunizieren muss, kann ich nicht, um dann den Standort eigentlich täglich sauber zu halten und auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, so funktioniert sie, die Aktion Tauschgut. Frau Barnickel, ist sowas ein Teil der Lösung des Problems der Lebensmittelverschwendung? Auf jeden Fall sind solche zivilgesellschaftlichen und ehrenamtlichen Projekte tolle Ansätze und auch, wie man an diesem Beispiel ja sieht, ein Teil der Lösung. Einerseits, weil damit die Verschwendung reduziert werden kann, damit natürlich auch die negativen ökologischen Effekte ein bisschen abgemildert werden. Und was wir hier eben sehen, sind natürlich auch wahnsinnig wichtige soziale Projekte, die sich eben in der Nachbarschaft engagieren und Lebensmittel für diejenigen bereitstellen, die sich die vielleicht nicht immer leisten können. Insofern sind das natürlich total tolle und wichtige Initiativen, die es hier an diesem Beispiel gibt, die es aber auch an anderen Orten in Deutschland gibt. Genau, es gibt ja eine ganze Reihe von Gruppen, die sich zusammengetan haben, um Lebensmittel zu retten. Das Klima rettet man damit dann aber nicht direkt, wenn man die Sachen dann trotzdem verzehrt, sondern erst, wenn man mit dazu beiträgt, dass weniger hergestellt wird, haben wir eben gelernt. Was wäre denn noch sinnvoller als Lebensmittel retten? Wir orientieren uns da immer an der sogenannten Lebensmittelnutzungshierarchie oder man könnte auch sagen eine Nichtverschwendungshierarchie. Das Beste, was man tun kann, ist Lebensmittelüberschüsse zu vermeiden und eben gar nicht erst zu viel zu produzieren, weil man dann eben auch diese negativen Klimafolgen nicht hat, weil wir dann nicht den unnötigen Ressourceneinsatz haben, den es eben braucht, um diese Lebensmittel zu produzieren.
dann, wenn wir uns diese Hierarchie aber eine Stufe weiter drunter angucken, dann kommt eben schon sofort diese Option Lebensmittel, die schon produziert sind und eben erstmal sozusagen keine Verwendung gefunden haben, weil sie der Supermarkt zum Beispiel aussortiert, dann eben weiter zu verteilen oder auch noch weiter zu verarbeiten für den menschlichen Verzehr. Das kann man teilweise natürlich auch im Privathaushalt machen, wenn sie merken, sie haben zu viel eingekauft, das dann eben doch nochmal einzukochen oder so. Und erst dann würde man sozusagen die Hierarchie runterklettern, gucken, ob man vielleicht noch Überschüsse als Futtermittel beispielsweise verwenden kann, ob man sie noch für eine energetische Nutzung nutzen kann, in der Biogasanlage beispielsweise, und eben erst dann sozusagen wirklich wegzuwerfen in den Abfall. Also mit der Hierarchie meinen Sie, wir gucken erstmal, wie es am sinnvollsten verwendet werden kann, dann am zweitsinnvollsten, dann am drittsinnvollsten. Und genau. Erst dann geben wir dieses Lebensmittel verloren. Genau, erst dann geben wir es verloren, aber eben ganz oben steht die Vermeidung von Verschwendung. Wie kann man das erreichen? Also ich selber kann natürlich gucken, dass ich nicht zu viel einkaufe, aber ja, jetzt bin ich eine. Genau, also ich glaube, die Lösungsansätze, wie man eben Lebensmittelverschwendung vermeiden kann, sind ja ungefähr so vielfältig wie die Ursachen, wegen denen wir zu viel Lebensmittel produzieren oder Lebensmittel verschwenden. Ich denke, eine wichtige Stellschraube sind wirklich diese angesprochenen optischen Standards bei Obst und Gemüse. Und da sind eben dann auch wieder unterschiedliche Akteure gefragt. Also einerseits müssen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher uns eben, glaube ich, wieder verstärkt bewusst werden, wie ein natürlich gewachsenes Obst oder Gemüse aussieht und das dann tatsächlich auch kaufen und verzehren. Und andererseits müssen eben auch die Supermärkte, der Lebensmitteleinzelhandel, die ja Anforderungen an diese optischen Erscheinungskriterien, die sie bei Obst und Gemüse haben, lockern. Was wir hier sehen, ist, dass es schon erste Ansätze gibt. Einige Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels haben vergangenes Jahr mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen sogenannten Pakt gegen Lebensmittelverschwendung geschlossen, in dem sie sich freiwillig verpflichten, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Und da sind dann eben unterschiedliche Maßnahmen aufgeführt, die umgesetzt werden müssen. Eine davon betrifft übrigens auch den Bereich Weitergabe und Spende. Und eine andere Maßnahme, die allerdings eine Wahlmaßnahme ist, also es müssen nicht verpflichtend alle machen, befasst sich dann eben auch mit der Lockerung dieser optischen Standards. Und das soll dieses Jahr evaluiert werden. Wir sind alle ganz gespannt auf die Daten, um dann eben zu sehen, was hierbei rauskommt. Das heißt, das zuständige Ministerium hat mit den Einzelhandelsketten gesprochen und mal ausgelotet, wobei die mitmachen würden, weitergeben und krumme Gurken anbieten. Genau, und ganz viel anderes an Prozessoptimierung und so. Und das ist so ein Katalog. Und Kartoffellose anbieten. Genau sowas. Und ein Katalog von 60 Seiten, wirklich unterschiedlichste Maßnahmen, die dann eben umgesetzt werden sollen. Also kann man im Prinzip zusammenfassen, es bewegt sich was in Deutschland. Es wird bewusster, es wird allen Akteuren bewusster, dass Lebensmittel ein wertvolles Gut sind und dass man verantwortungsbewusst damit umgehen soll. Ja, also ich denke schon, dass das Bewusstsein in den letzten Jahren gestiegen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema breiter in der Öffentlichkeit besprochen wird. Zugleich sehen wir bisher nicht die Reduzierungserfolge, die es bräuchte. Also wenn wir uns eben die Zahlen über die letzten Jahre angucken, ist da eben eigentlich nicht so richtig viel passiert. Wir müssen jetzt mal gucken, was sich da in den nächsten Jahren so tut. Aber wir sehen schon, man tut sich schwer damit, ja sozusagen auch wirklich politische Maßnahmen zu ergreifen, auch verbindliche Reduzierungsziele, die auch wirklich ambitioniert sind, festzuschreiben. Also da ist es vielleicht noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Ja, und die Supermarktketten stehen trotzdem im Konkurrenzkampf. Und solange wir nur gerade Gurken kaufen, wenn eine krumme daneben liegt, werden die weiterhin lieber gerade Gurken anbieten. Deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wirklich alle Akteure angesprochen werden. Und das sind dann eben die Supermarktketten, genauso wie die Verbraucherinnen und Verbraucher und deren Wertschätzung für Lebensmittel. Und auch die müssen eben alle an einem Strang ziehen, gemeinsam mit den politischen Akteuren, gemeinsam mit den Landwirten, mit eben allen, die ja sozusagen in dem Bereich Lebensmittel und Ernährung aktiv sind. Und Sie als Deutsche Umwelthilfe, wie arbeiten Sie daran mit? Also wir als Deutsche Umwelthilfe arbeiten vor allem politisch zu dem Thema Reduzierung der Lebensmittelverschwendung,
und versuchen da eben auf deutscher und auch auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass wirksame Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung ergriffen werden. Und dazu arbeiten wir auch viel in Bündnissen, vor allem im Bündnis Lebensmittelrettung. Da sind wir gemeinsam mit verschiedenen Organisationen, Unternehmen, Institutionen aktiv, die sich auf unterschiedliche Art gegen Lebensmittelverschwendung engagieren. Da ist beispielsweise der Tafelbundesverband dabei, da ist Foodsharing dabei, da ist der WWF Deutschland dabei, und eben noch ganz viele andere Organisationen und Akteure, die tolle Arbeit in dem Bereich machen. So wie auch die Aktion Tauschgut der Caritas. Ich sage vielen, vielen Dank für das Interview. Viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Arbeit. Und das war's für diesmal auch schon wieder mit Total Sozial. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.